Was? Erschreckt er irgendwen oder was? Ach, er hängt fest, glaube ich, oder? Vielleicht ist er auch einfach an Altersschwäche gestorben. Warum muss man immer vom Schlimmsten ausgehen? Here, Brotherkin! Here! Man flesh threatens! Ja, genau. Wow! Das ist jetzt anders gelaufen als in den anderen beiden Aufnahmesessions. Hallo, Garrett. Aber egal. Dadurch haben wir jetzt ein bisschen mehr Freiraum hier. Wir können hier schneller zu dem Ort, zu dem ich eigentlich möchte. Sonst hätten wir uns nämlich hier so ein bisschen herschleichen müssen. Und zwar... This looks like it'd make a good escape route for me and the High Priest. Genau, denn wir haben hier ein Floß, was wir hier theoretisch betätigen können oder loslassen können. Und hier unten müssen wir jetzt den Hohepriester finden. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, wo ich ihn finde, aber ich versuche hier einfach mal so ein bisschen, ne, also irgendwo finden wir den schon. Ja, ich glaube, hier war es aber nicht. Kleiner Grafikglitch oder so. Ja. Oder einfach nicht genug Holz gehabt, das kann natürlich auch sein. Ach, hier wird's nämlich, hier kommen wir auch wieder nach oben. Also wir hätten, es gibt zwei Wege nach unten. Den einen, den wir gerade genommen haben, da beim Floß, und diesen hier. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie machen wir das am besten. Ich glaube, ich würde tatsächlich doch hierher gehen. So ist es. Ja. Es wird mal Zeit für Healing Potions. Ja. Ich glaube, ich belasse es erstmal bei einer. Haben schon Spackungen, die Viecher, ne? Muss man ja schon sagen. So. Nee, hier müssen wir nicht rein. Also ich weiß noch, wie es aussieht, wo er ist, aber wo das ist, weiß ich nicht. Ist geil, ne? Das Schöne ist zumindest, dass hier unten alle so ein bisschen stationär stehen. Oh, ich glaube, hier geht's. Geht's hier in die richtige Richtung? Ja, ist nicht. Ja, doch, 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 doch. Hier sind wir, glaube ich, auf dem richtigen Weg. Turn around, please. Thank you. Da ist er nämlich. Oh!
Okay, das sieht... Ah. Something moves. Nothing there. Irgendwie spacken hier die Grafiken gerade um. Das habe ich eben auch schon in der zweiten Aufnahme sozusagen, in der zweiten Version gehabt. Achso, nee, ich muss schon hier entlang. Who's in there? Oh, I have nobody home. Das ist richtig. Ja. Ich gehe jetzt gerade so, als wenn ich wüsste, wo ich hingehe, aber dies ist nicht der Fall. No, ghost. Hey. Aber doch, ich bin hier auf dem richtigen Weg. Ja, ja. So. Da vorne können wir, glaube ich, wieder hoch. Und können wieder zum Floß. Gut, dass die ein bisschen blind sind, die Viecher. Es gibt übrigens noch einen zweiten Weg, wie ich gesehen habe. Kann ich euch vielleicht gleich nochmal zeigen. In der zweiten Aufnahme habe ich tatsächlich den zweiten Weg gefunden, wie man es auch machen kann, von dem ich in der ersten Aufnahme nichts wusste. Aber ich finde diesen Weg eigentlich noch schöner. Weil es halt ein bisschen was anderes ist. So eine Floßfahrt hier, ne? Eine Floßfahrt, die ist lustig. Eine Floßfahrt, die ist schön. Meine Damen und Herren. Ah, okay. Ich glaube, den schlimmsten Teil, also den stressigsten Teil für mich persönlich, upsala, den haben wir für diese mittlerweile dritte Aufnahmerunde am heutigen Tage hinter uns gebracht. Und auch wieder schneller als in der zweiten Aufnahme. Um die 20 Minuten schneller, kann das sein? Krass. Aber da sieht man mal, wie viel das ausmacht, wenn man weiß, was man zu tun hat. Das ist schon echt crazy. Genauso wie diese Pilze, die so vertikal an der Wand wachsen. Ich meine, sollen sie machen, ne? Und hier hatte ich erst so ein bisschen Schiss in der Originalaufnahme. So. Und zwar, da wo wir gerade eben waren und den Hohepriester gefunden haben, gibt es noch irgendeinen anderen Gang, den wir aufschließen können und würden dann hier unten rauskommen. Das heißt, wir können hier so einen kleinen Weg hinuntergehen mit dem Hohepriester und den dann hier am Fenster abladen. Aber wie gesagt, diese Version finde ich eigentlich noch schöner. Ein bisschen romantischer. And the builder said... Ach ja. Ja. Natürlich gucken wir uns die Sets an und wir sind so gut, 100% bei der Beute, bei der Lute wollte ich schon sagen, bei der Beute geschafft. Es war aber halt auch wirklich nur da eine Geldbörse da. Ja, aber immerhin, ne? Ein fairer Kampf. So, und damit würde ich sagen, was könnte denn jetzt passieren? Wer weiß das schon? Ja, ich, weil ich schon zweimal gespielt habe. Continue. This is it. The Hammers say they've received word that Constantine's descended into his realm to perform a ritual with the Eye. The Hammers have built me a booby-trapped counterfeit Eye. If I can swap it for the real thing, it should cause him some trouble. If he doesn't notice me. I've never robbed a god before.
would be a challenge. Ja. Jetzt geht es nämlich ins Eingemachte. In den Rachen des Chaos. Meine Damen und Herren. The Maw of Chaos. Wir folgen Konstantin, den wir jetzt ja schon länger nicht mehr gesehen haben. Der hat ja irgendwie andere Sachen gemacht in der Zwischenzeit, wo wir hier gegen seine Lakaien gekämpft haben. Denn, wie wir gerade erfahren haben, ist er weiter in die Unterwelt hinabgestiegen, um dort mit dem Artefakt, mit dem Auge, ein Ritual auszuführen. Und wir haben die Hammeriten, dadurch, dass wir ihnen jetzt geholfen haben, so ein bisschen auf unserer Seite. Tatsächlich. Zumindest hier, gerade momentan. Denn die haben natürlich auch was gegen die Heiden und gegen das Unrecht aus ihrer Sicht. Und sie haben uns eine Attrappe, eine Sprengfallenattrappe des Auges gemacht. Also sie haben quasi das Artefakt nachgebaut als Sprengfalle. Und wenn wir es schaffen, Konstantin zu seinem heiligen Heiligtum zu folgen und das Auge auszutauschen, ohne dass er es merkt, könnten wir da vielleicht, für die ganze Welt was Gutes bezwecken. Ich drück's mal so aus. Ne? Deswegen, das ist jetzt unsere Aufgabe. Und ich würde sagen, ich kenne das Level, was jetzt kommt, bis zu einem gewissen Teil. Und ich werde euch dann auch sagen, ab wo es wieder blind ist für mich. Aber ich mache das jetzt genauso, wie ich das auch in der ersten Aufnahme gemacht habe, wo ich hier noch angekommen bin. Und zwar werde ich, und ihr werdet jetzt gleich vielleicht auch sehen, warum, einfach so ein bisschen, ein Stück weit zumindest am Anfang erstmal, Fersengold geben. Oder nennt man das so? Fersengeld? Fersengold, ja, ne? So, und auf dem Weg gibt es nämlich so ein paar. Ein paar von den Graspfeilen. So. Und gegen die alle zu kämpfen? Nee. Sehe ich nicht so. Sehe ich irgendwie nicht. Aber vielleicht kann ich hier nochmal ein, zwei andere Nebenwege gehen. Hier war ich zum Beispiel noch nicht. So. Bisschen hier entlang. Lasst mich in Frieden. So.
Übrigens, ich weiß nicht, ob man es sehen kann von hier. Können wir ein bisschen einen kleinen Moment Sightseeing machen. Aber ich glaube, wir sehen es hier gerade nicht. Doch. Hier, ich weiß nicht, was das ist. Irgendwie, also das ist eine Heuschrecke da drin, das sehe ich wohl. Aber die wird irgendwie transportiert in so einer komischen Bubble. Und fliegt dann da oben hin und landet dann da. Sollen sie machen, ne? Und hier kommen wir in einen sehr, sehr schönen Bereich. Na, wir machen das anders. Ups. Ach, ich kann die Speicherstände auch benennen? Interessant. Das war, ist gut, dass mir das zum Ende des Spiels auch auffällt. Und wir dürfen hier, glaube ich, nicht zu sehr direkt zu den Kristallen. Denn die ziehen uns, glaube ich, so ein bisschen Energie sonst ab, wenn wir zu lange in der Nähe sind. Glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher, aber wir haben hier genau einen Tipp, nämlich auch von den Hammeriten bekommen. Garrett, dost this help thee aught? Wear thee the Rock of Crystal, the Song of Doom. The heart of mortal man is weak against its siren call, and temptation beckons. As nearer thou drawest, the rock waits until thy heart is closed for its strike and thy fate is sealed. 'Tis a fragment found in an old record warning of the maw. Genau, also in einfachen Worten ausgedrückt, wir sind hier auch wie auf Eis so ein bisschen. Deswegen, ich bewege mich jetzt nicht absichtlich langsam, aber es ist alles so ein bisschen, ja, schwierig. Die sehen halt sehr, sehr cool aus, aber wir sollten da ein bisschen Obacht geben. So. Ach, mein Nemesis. 40 Breitkopfpfeile. Oh, nicht schlecht. So wollte ich das haben. Na, wo ist er? Mein Pfeil! Ja, sieht cool aus, ne? Uah. Let's not try that again. So, und hier, genau, da haben wir nämlich Spaß. Da habe ich in der ersten Aufnahme auch richtig Spaß gehabt. Mit dem Feuerelementar. Na gut, ein Wasserpfeil vergeudet, nehme ich. I take it. So, wir kriegen hier auch noch einige Pfeile. Ich frage mich halt, das weiß ich tatsächlich nicht bisher, weil so weit bin ich da nicht gekommen. Also wie gesagt, ich glaube eigentlich nicht, dass das so ein Spiel ist, wo wir gegen Konstantin irgendwie kämpfen müssen. Ich glaube nicht, dass das so von der Art so ein Spiel ist. Mit so einem richtigen Bosskampf oder so. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen bei Thief. Andererseits, what do I know? Da haben wir auch noch gerade eben ein paar Feuerpfeile gesehen. Die möchte ich mir schon ganz gerne holen. Ich weiß halt auch nicht genau, was sie für eine Toleranz, also eine Entfernungstoleranz haben, diese Kristalle, die übrigens wunderschön aussehen. Würden optisch gut in mein Wohnzimmer passen. Tatsächlich. Weil es auch ein bisschen blau dominiert eingerichtet ist. So, da wollte ich drauf, genau. Denn hier finden wir nämlich auch noch ein, zwei kleine Utensilien. Und vielleicht ist euch auch aufgefallen, dass wir vor dieser Mission keine Gegenstände mehr kaufen konnten. Das heißt, wir sind jetzt so ein bisschen, ja, damit
auf uns gestellt, was wir haben oder was wir hier noch finden. Das sieht richtig cool aus, ne? Schön, im Kontrast mit diesem Rot und so. Schon geil. Und wenn mich nicht alles täuscht, kommen wir jetzt gleich sogar schon zu der Stelle, wo ich die erste Aufnahme nach 2 Stunden beendet habe. Und das habe ich jetzt insgesamt, mal kurz gucken, in 50 Minuten alles geschafft. Denn ich habe tatsächlich 1:1 alles gemacht, was ich jetzt auch gemacht habe. Gut, ne, wie gesagt, vielleicht 1-2 Sachen nicht eingesammelt, die ich damals eingesammelt habe oder so, mit von solchen Sachen mal abgesehen, aber... Ach, ja, das ist auch lustig hier. Da müssen wir reinkommen. Schön und gut, ne? Schön aussehender Brunnen. Aber wie machen wir das nur? Und dann ist mir aufgefallen, manchmal hilft ja auch der Blick nach oben. Wasser. Wenn wir von dort oben aus dem Wasser da reinfallen könnten. Aber wie können wir das tun? Und dann ist mir eingefallen, beziehungsweise eher aufgefallen, dass ja die physikalischen Gesetze... Du hast ja die Gesetze gebrochen. Auch ein kleines Anspielungszitat. Dass die hier nicht so ganz gelten, denn, wie wir hier unschwer erkennen können, fließt das Wasser nach oben. Und das ist jetzt so ein bisschen finicky. Zumindest fand ich das bei dem ersten Durchlauf. Das war so ein bisschen... Ja, wirsch. Und zwar, wenn ich hier nämlich ins Wasser reinplumpse, da hier ist noch alles gut und schön, kommen wir natürlich nach oben. Weil, wie gesagt, ne, Wasser entgegengesetzte Richtung als normalerweise für einen Großteil der Strecke. So, jetzt müssen wir mal eben kurz gucken. So, hier bin ich übrigens beim ersten Mal nicht drauf gekommen, weil ich zu weit weggeströmt wurde, aber hier ist irgendwie nichts Spannendes. Ja gut. Dann geht's weiter, immer weiter. So, und jetzt muss ich gleich mal drauf achten, wie ich das am besten mache. So, nach oben. Dann drehe ich mich. Komm ich hier entlang? Und dann ersticke ich gleich. Dann muss ich das anders machen. But how? Aber wie? Vielleicht kann ich hier erstmal noch an der Oberfläche bleiben. Und erst beim letzten Moment abtauchen. So, flup, 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 flup. Dann hier rum. Weiter, 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 weiter. Ich glaube, da vorne kommen wir jetzt gleich in so eine Einbuchtung, wo wir Luft schnappen können. Und zwar hier links. Da so. Ich da rein dürfte, wäre das schön. Ja. So, und jetzt nach links. Es ist schon etwas wild hier alles, ich weiß das wohl. Flup. Aber irgendwie eine coole Idee auch, also... Wie gesagt, kreativ ist das Spiel allemal. Und jetzt landen wir nämlich genau hier. Jetzt müssen wir nur die Mitte irgendwie treffen. Ja! Ja. Gut, halbwegs geklappt. So, meine Damen und Herren. Jetzt ist es, glaube ich, mal so langsam Zeit, die Früchte unserer Arbeit zu ernten. Oder doch zu futtern? Ich weiß nicht. Denn jetzt kommen wir so langsam zu dem Ort des Unbekannten. So.
Mal gucken. Huch, achso, ja, gut. Ich wollte eigentlich meinen Jack Black ausrüsten. Now that's big. Genau, denn... Oh, das habe ich euch hier noch gar nicht gezeigt, ne? Entschuldigung. Wir haben hier eigentlich eine ziemlich coole Karte. Also für mich eigentlich mit die schönste Karte im ganzen Spiel bis jetzt. Hier sind wir entlang gekommen, ne? Habt ihr vielleicht erkannt. Hier sliden wir dann zu den Kristallinseln, um mal bei Medieval zu bleiben. Auch ein schönes Spiel. Habe ich übrigens beide Let's Play, das Original wie auch das Remake. Könnt ihr euch gerne anschauen auf dem Kanal. Auch beide zu 100%. Und jetzt sind wir hier bei dem Baum. Also wir sind immer weiter nach unten gekommen. Und... jetzt müssen wir mal gucken. Hier ist irgendwie noch Spinny unterwegs und noch so ein Typi. Ja. Der irgendwie sehr blind ist, was mich sehr freut. So, und hier oben sehen wir etwas, was ich erst dachte, vielleicht kann man das einsammeln. Ich habe es auch ausprobiert am Ende der ersten Session. Da habe ich nochmal 10 Minuten dran gehangen und habe hier mit Seilpfeilen versucht, mir einen Weg dahin zu bahnen, denn das hier ist ja ein Baum, ne, wie man sieht. Sehr, sehr großer Baum. Leider hat es nicht so ganz geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Also man kann es nicht einsammeln, das ist wahrscheinlich einfach nur ein Glühwürmchen. Und dann habe ich noch erwähnt, zum Abschluss der Session, dass ich im echten Leben noch nie ein Glühwürmchen gesehen habe. Es ist tatsächlich so. Also ich wüsste es nicht. Und ich würde eigentlich gerne mal in echt eins sehen. Ich finde das mega faszinierend, wie die so Licht erzeugen. So, meine Damen und Herren. Und jetzt ist es endlich soweit. Ich bin wieder da angekommen, wo ich die Original-Session heute Morgen beenden konnte. Wie gesagt, eine Stunde schneller. Also fast genau eine Stunde. Und zwar habe ich die... Pfeile? Ich hätte gerne noch ein paar Pfeile. Ah, okay, einer... Na, immerhin. Und zwar habe ich die nämlich hier vorne beendet. Ich glaube, hier war es. Genau. Hier habe ich die beendet heute Morgen. Im Cliffhanger, was verbirgt sich hier? Das sieht ja so ein bisschen aus wie so ein Portal. Und ich würde sagen, wir können hier ja nochmal hoch. Hier war ich jetzt noch nicht. Also alles, was jetzt kommt, ist für mich blind. Ich war noch nicht hier oben. Ich weiß nicht, was da noch alles kommt. Ich weiß auch nicht, ob man da durch kann. Nein, kann man nicht. Oh! Es ist eine Leiter. Wie geil ist das denn? Damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. Ist einfach nur Licht, oder? Kann ich da irgendwas mitmachen? Okay, das hat es jetzt nicht wirklich gebracht. Okidoki, ja. Dann würde ich fast sagen, nehmen wir noch den Moospfeil und klettern da noch
Stück weiter nach oben. Also, dass das eine Leiter ist, das hatte ich jetzt tatsächlich nicht mehr herausgefunden. Ich dachte, hier, das hier wäre ein Portal, da könnten wir irgendwie durch. So. Die Zeit ist abgelaufen, aber ich würde da, wenn möglich, nochmal eben hier oben hingehen. Das sieht sehr interessant aus. Mal gucken, wo wir da hinkommen. Ich glaube, das sieht aus wie so ein Portal fast schon. Und damit danke ich mir im Prinzip auch, dass ich das jetzt nochmal ein drittes Mal auf mich genommen habe. Aber wie gesagt, ich schmecke das jetzt nicht nochmal. Und hoffe, dass ich nicht genervt gewirkt habe in dieser letzten Stunde, in den letzten zwei Folgen. Aber wie gesagt, ne, wenn man das zum dritten Mal dann spielt, irgendwann ist so ein bisschen die Luft raus. Aber wie gesagt, zwei sehr coole Level wieder. Auch das hier, wieder was komplett Eigenes, was komplett anderes. Und was sich jetzt hier weiter verbirgt und ob Konstantin nah oder fern ist, vielleicht sind wir auch dem Ende schon ganz schön nah, ich weiß es nicht. Das finden wir in den nächsten Folgen heraus. Also bis hierhin, danke fürs Zuschauen und bis dann.